Jutschi, Leute, willkommen zurück zum Let's Play Soul Blazer. Und ich vergesse immer wieder zu erwähnen, dass es ein Let's Restart ist. Ich bin Paul Sadie und wird wohl eine kleine Folge werden, weil ich bin furchtbar müde, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Ich wollte eigentlich mal heute mal viel was schaffen, mal viel aufnehmen, Bilder zeichnen. Ja, plötzlich wurde mir der Schädel schwer. Ich weiß nicht wieso, der wurde sich schwerer. Ohne. Scheint immer noch ein bisschen zu sein, aber nicht so wie vorhin. Und ja, da habe ich mich ja auch hingelegt, um mich zu erholen, weil ich weiß nicht, mir ging es immer beschissener und und dann dachte ich, ach komm, du musst doch noch jedenfalls eine Folge machen und dann hochladen. Okay. Dann machen wir das jetzt mal. Wir gehen wieder auf den Vulkan, tanzen auf den Vulkan, rennen voll in die Lava rein und ach ja, die Monster können ja die Hut. Ach ja, jetzt weiß ich. Was ich ja wollte. Ich wollte noch Halt weiterholen. Na, kann ich ja gleich machen. Jungfrau trinken. Wandelt Lara in Stein. Das ist ja schön, die Träne, Jungfrau. Ach komm. Ich bin zwar müde, aber so schlecht muss es auch nicht werden, oder? Das ist ja schön, die Träne der Jungfrau aus. Und trocknet den ganzen Vulkan aus. Na, ich glaube, ich muss mal raus. Tja, Game Over. Aber ich würde mich niemals darauf verlassen, dass es ein Vulkan nur ein ganz normaler Berg ist. Weil Vulkane schlafen. Das bedeutet, dass sie irgendwann wieder ausbrechen können. Das kann in 10 Jahren passieren, das kann am nächsten Tag passieren, das kann erst in Millionen Jahren passieren, aber irgendwann bricht der Vulkan wieder aus. Und irgendwann müssen wir wieder Affen mobben, wie gerade eben. Ich soll aufpassen, dass ich jetzt nicht tot gehe, weil keiner halt kommt. Naja, das interessiert den Affen herzlich wenig, dass ich ihn gerade mit dem Schwert bearbeitet habe und geht drauf! Na, wen haben wir jetzt dann befreit? Ja klar. Das wird wirklich gut. Langsam füllt sich die Statuen wieder. Na, ich meine, der passt mit den Statuen. Ach ja, und jetzt kann ich auch nicht drauf, aber vorhin ging es nicht gegen Lava. Geht drauf! Na, wen haben wir da jetzt befreit? Eine Meerjungfrau. Und ich habe Heilung bekommen. Okay. Das war's. Und gegen den komme ich nicht. Shadow Sword Saltor. Ein unbesiegbarer grauer Affe. Na dann los. Die Stäbchen? Alter, wieso bin ich so müde? Oh, ich weiß es nicht. Na egal. Machen wir eine Folge. Und dann. Ich merke, dass ich diese komische Kopfschmerzen habe. Ich muss auch sagen, es fühlt sich auch so wie eine Erkältung an. Sommergrippe? Na, wir reizen. Ich werde hier einen Weg frei machen. Laufe nach unten im Meer und begib dich zur Vulkaninsel Dorian. Laufe nach unten im Meer und begib dich. Ach so, ich glaube, ich hätte die Dame fragen sollen. Was heißt die Dame? Das ist eine Statue. Ich werde hier einen Weg frei machen. Reise über den Meerboden zur Insel des Lebens. Ah, da. Also, irgendwo ganz östlich.
das die Meerjungfrau, die wir befreit haben? Mein Delfin. Die habe ich schon gesprochen. Ach ja. Ja, ja. Aber ich frag mich, was ist mit den Statuen passiert, dass sie auch verschwunden sind und so die Bewohner nicht beschützen können? Das würde mich interessieren. Dies war einmal der Platz der Königin. Ich bin die Königin Kammerdienerin. Ja, danke. Und du bist, mein Name ist Nana. Ich bin ein königlicher Tänzer. Ich bin sehr männlich. Mein Name ist Kana, ja. Du hast ein Vulkan für sie gestimmt. Du bist sehr mutig. Mein Gott, du bist lieber. Mein Name ist Anna, ich bin er. Ach ja. Anna, Kana und, wie war nochmal dein Name? Nana. Was haben wir denn hier? Tana, Lama oder was? Nee, das muss ja Lana heißen. Ernsthaft? Was ihr nicht wisst, Leute, ich habe keine Flosse. Was anderes sein. Ach, ich hab doch jetzt alle. Komisch, das ist wieder ein Film, weil hier müsste einer noch passen. Asymmetrisch, würde ich mal sagen. Sind nicht ganz in der Mitte. Wie denn? Ich weiß auch nicht, ob ich was davon bekomme, wenn ich das mache. Oh, ich hab mit dir noch nicht gesprochen. Stell dich auf meine Nase. Ist das ein bisschen schmerzhaft? Oh, danke. Das ist ja hier die große Perle. Ah, ja. Bring mich rüber. Hey, du kannst schon aufhören. Hallo, du kannst mich hier absetzen. Ja, danke. Ich werde dir den magischen Flair geben. Der magische Flair ist gut gegen fliegende Monster mit viel Hitze. Du weißt, welche Monster ich meine, oder? Ja. Ach. Ja, okay. Okay, okay. Was mir jetzt sich auch wenig bringt, weil Juwelen. Zauber sind leider echt nicht zu gebrauchen hier. Das scheint irgendwie so ein typischer Handicap von der Zaubläserei zu sein. Und ich bin immer noch wohl hier mitmachen, okay. Weil, ich meine, es. Bei Terra Enigma, da konnte man die größten Zauber nie richtig einsetzen. Also gerade wo man es brauche, zum Beispiel bei Eknik, dann hieß es, diesen Zauber kannst du nicht einsetzen. Hallo? Bei Illusion of Time konntest du die Dinger überhaupt nicht einsetzen, weil du hattest keinen Zauber. Tja, was ist davon? Ach ja, ich glaube, ich muss ja was finden und da gibst du mir irgendwie Heilkräuter. Du bist mit noch weg. Aber ohne Heilkräuter will ich jetzt nicht einfach da wieder rein, weil das ist so eine Art Sicherheit. Alter. Ich glaube, ich habe irgendwie Scheiße. Oh, mein Schädel wird wieder dick. Meine Nase läuft, bis sie wieder dick. Also verstopft sich auch. Ist auch nicht dein Ernst. Muss das sein? Naja, ist eh Sommer, also ist es so eine Art Sommerloch, dass ich jetzt so wenig was hochlade. Ja, 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 ein paar Heilkräuter, danke schön. Und die werde ich auch ausrüsten.
Zeit, die kann man immer gut gebrauchen. Beweg dich mal bitte. Okay, so bin ich unhöflich gegenüber dem Meister. Okay, es ist wirklich eindeutig, an wen der Meister sich wohl anlegt, nämlich an einen gewissen christlichen Gott. Allerdings ist mir der Meister viel lieber. Okay, er nennt sich Meister, was auch ein bisschen überheblich rüberkommt. Aber er hilft auch seinen Anhängern oder seinen Schutzbefohlen oder wie man das auch nennen soll. Und sagt nicht, ja, ihr müsst dies und jenes tun und dann helfe ich euch und dann seid ihr gut und sowas. Ihr könnt dann auch immer, ihr könnt auch ruhig morden, vergewaltigen, massakrieren und all das. Hauptsache, so, ihr glaubt an mich und dann kommt ihr auch in den Himmel. Ja. Oh hey, oh je. Mein Schädel platzt mir irgendwann, wenn es so weitergeht. Ja, ich bin wirklich halt. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte zeichnen. Ich wollte mal wieder ein Bild auf die Wand hochladen und. Och, ihr schon wieder. Nun sitze ich hier mit einem dicken Schädel und verstopfter Nase und mach Monster platt und fehlt mir mehr die Motivation heute. Auch das soll nicht wahr sein. Och Mann, am Wochenende wollten wir schön wohin. Ich will heute doch auf die Traumwinterwoche, da will ich hin. Schön am Strand, Seeluft schnuppern. Also ich will nicht viel machen und sie so zu sehen, dass ich dich erhole. Es gibt nämlich nichts Ätzendes, als wenn man wirklich auf ein Fest hin will, auf eine Feier und das eigentlich kaum Kraft hat, das richtig zu genießen und nur vor sich hingammelt, irgendwo in der Ecke hockt und dann halbwegs eine Vorerschöpfung einpennt, weil man krank ist. Ach komm, was sag mal, komm her, du dumme Krabbe! Ja. Wieso stöhnt mir der Sawblazer? Das frage ich mich immer wieder. Was geht drauf, du komischer, haariger Baldo? Geh drauf. Messe befreit einen Engelsfisch. Wollte was sagen? Ich glaube nicht. Ich krieg auch nicht schlecht Luft. Mann, heute beim Sport war da nichts ge... Oh, ein Manta-Rochen! Manta-Rochen. Oh, komm her, das sind die Kiste. Drauf! Jetzt befreit er eine Meerjungfrau samt Haus. Und ich habe Heilung erhalten. Ein bisschen. Ah, sieben sind übrig. Ach ja, ihr seid auch wieder da. Na, was soll's. Meine alte wette Regel. Bitte alle Monster, Umsteller hochzuleveln.
fällt einem auf, was man sieht, wie schön die Reflexion des Wassers. Also ich meine hier, nicht den Strom hier. Och, Quallen. Turbo-Quallen. Alter! Boah, wie seid ihr denn drauf? Oh, das ist doch keine gute Idee, aber ich will weiter Let's Play. Ich muss eine Folge hochladen. Geht drauf. Let's Play ist nicht nur ein simples Hobby. Das ist eine Lebensaufgabe. Auch wenn man damit ein Leben bezahlen tut. Was will ich denn da? Ernsthaft? Warum soll ich... Warum soll ich jetzt so weit gehen, dass ich sogar mein Leben riskiere für ein Let's Play? Das wäre ein bisschen lächerlich, oder? Oh, ein Pferdchen. Ich hoffe, ich töte keine schwangeren Männchen. Es sind die Eier ausbrüten. Da fällt mir was ganz Ekliges ein. Männliche Schwangerschaft. Ja, Schwangerschaft. Naja, manche Fans haben ganz schön merkwürdige Fantasien der Manga-Szene. Okay, drauf! Oh. Ein Wingman's... Ach, ich kann jetzt nicht mehr sprechen. Ein Wingman's Soundfall, geh wieder zurück. Ich wohne noch ein bisschen. Oder war es vielleicht falsch? Na, ich habe Heilkräuter. Mein Lebensbalken ist auch voll. Und dann bin ich tot. Alter, diese Viecher. Gibt es nicht Lässiges als irgendwelche Monster, die man erstmal nicht platt machen kann, weil die sie irgendwie sich schützen? Sowas gibt es ja auch bei Legend of Zelda, A Link to the Tour. Da ist ja auch so ein dummer Mobling. Der hat so ein scheiß Schild vor sich. An sich ja nicht so schlimm. Ich meine, einmal Feuerstrahl rauszücken. Oder Eisstab und dann Eis auf ihn fallen lassen. Aber wenn man das nicht dabei hat, dann ist es nervig. Obwohl, vielleicht soll ich mal meinen Enterhaken ausprobieren. Alter Schwede! Wenn man krank ist, dann redet man ich manchmal echt besoffen daher. Komm her. Lass dich mal bearbeiten, ja? Bearbeiten, nicht mich überrollen, ja? Lass dir mal eine an. Und geht drauf! Ich glaube, hier komme ich wieder zurück, oder? Soll ich vielleicht machen, vorsichtshalber. Aber ehrlich, Leute, in meinem Zustand da weiter zu spielen und dann vielleicht hops gehen, ist für kein Problem. Na komm, ich will jetzt nicht tot gehen und dann alles wieder verlieren, wenn der 600 will. Obwohl das eigentlich gar keine so große Rolle spielt. Aber den Zauber kann ich eh nicht einsetzen, wenn ich gegen Bossgegner kämpfe. Oh, welche Überraschung. Aber trotzdem, ist Hopless auch ein schönes Spiel. Einfach ein simples, gut gegen böse Spiel. So. Nö, habe ich auch keine Lust. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Be Starts Hopless. Und ich habe hoffentlich da meine Erkältung, Grippe oder was auch immer ich jetzt habe, auskuriert. Tja, Matane.